Leute, mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir wieder mal was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich erkenne den Minderjährigen. Das heißt, alle Teilnehmer, die gleich reinkommen werden, sind volljährig, bis auf eine Person, die ist minderjährig. Wir haben schon mal einen Teil gedreht, ist schon extrem lange her, falls ihr den Teil noch nicht gesehen habt, checkt das unbedingt aus. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an den Sponsor des Videos, nämlich AirUp, Freunde. Ihr wisst, ich liebe AirUp, ich trinke sehr, sehr viel Wasser und bei AirUp habt ihr einfach einen geilen Geschmack noch dabei. Aber trinkt nichts anderes als Wasser, weil das Ganze über die Nase aufgenommen wird. Und ja, dazu aber gleich nochmal mehr. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, wie ihr wisst, das Ganze mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir eine Special Jury für die heutige Folge eingeladen. Und diese Special Jury bitten wir ab jetzt einmal bitte raus! Servus, Bro, was geht? Alles gut? Oh mein Gott. Servus. Wie geht's euch, Jungs? Geht's euch gut? Bombe, Digga. Mir geht's gut. Bei dir so? Bruder, mir geht's super. Mir ist eine Ehre, neben Flying Uwe zu sitzen. Das ist schon echt was Besonderes, muss ich man sagen. Auf YouTube-Urgestein. Von zwei Seiten hier gerade. Ich hab ihn gerade draußen gesehen. Ich war einfach Groupie. Können wir ein Selfie machen? Ich bin auch ein bisschen am Zittern. Ich schwöre, Digga. Ja, ist echt eine Ehre für mich. Uwe. Aber es ist cool, dass ich in der Mitte sitzen darf. So ein bisschen so die Abi-Funktion hier, weißt du? Jawohl. Geil. Was haben wir heute für ein Thema nachher? Bro, wir haben was ganz Besonderes. Erkenne den Minderjährigen, haben wir heute hier. Boah. Das kann witzig werden, ne? Letztens war das ja ein bisschen, ne? Da war ein bisschen ernster. Das war das Ding. Wir haben mit Uwe so eine sehr ernste Folge gedreht. Oh, Erkenne den Schicksalsschlag. Und ich habe schon gemerkt, Uwe musste sich sehr, sehr zurückhalten. Ja, so. Das war echt. Boah, das war, krank. Ja. Aber jetzt können wir so richtig ein bisschen gucken, was Phase ist. Jetzt könnt ihr alles rauslassen. Ja, ja. Alles rauslassen. Geil, ich freue mich. Ich feier sowas. Boah, es ist warm, ne? Voll Durst. Bruder, ich habe auch Durst. Deswegen eine schöne Abkühlung mit AirUp. Oh, AirUp kennt ihr ja schon. Ja, wer kennt das nicht? Sogar meine Tochter hat das, Digga. Deswegen ist, ich liebe AirUp, weil ich bin ein extremer Wassertrinker. Ich trinke sehr viel Wasser. Und es ist natürlich geil, wenn ihr trotzdem einen anderen Geschmack habt, obwohl ihr am Ende des Tages trotzdem nur Wasser trinkt. Schön kalorienarm, kein Zucker, kein Fett, einfach nur Wasser, wie man es braucht. Genau, weil es wird ja über die Nase aufgenommen und du denkst, du trinkst halt quasi was anderes, obwohl du am Ende des Tages nur Wasser trinkst. Und Kokosnuss ist so mein Favorite. Wie funktioniert das jetzt hier? Einfach rüberstülpen, ne? So? Genau, einfach drauf machen, hochziehen und genießen. Wie rum? So rum oder was? Ja, einfach drauf und jetzt hochziehen. Ja. Ganz wichtig, dass du es hochziehen. Ah, okay, so ein bisschen Lüftung. Und am besten auch nicht so trinken, sondern unten lassen. Und dann okay. Hast du noch nie probiert? Bei meiner Tochter einmal habe ich so gemacht. Irgendwie passiert da hast du nicht so viel gemerkt. Ja, genau. Seitdem wir unser erstes Placement für die gemacht haben, bist du nur noch am AirUp trinken, gell? Oh, die ganze Zeit. Deswegen ist alles im Büro, trinken das halt auch. Ja. Weil es ist natürlich so, wir alle trinken Wasser, so. Mhm. Und deswegen... Ah, das Wasser? Geil. Ja, deswegen, da habt ihr verschiedene Geschmäcker, könnt euch gerne was nehmen. Also ich habe hier Orange Vanille und das schmeckt wie Ed von Schleck. Kennst du das Eis? Nee. Na, echt nicht? Was ist so? So ah, doch, ja. Genau, das ist original so. Oh. Geil. Krass. Okay, ja, deswegen checkt AirUp unbedingt ab über den ersten Link in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir gar nicht kurz rum, oder? Geht los, Digga. So, bitten wir unsere Teilnehmer einmal bitte raus! Sehen alle echt minderjährig aus, ne? Extrem. Also höchstens kann es so sein, dass hier jemand 18 und ein Tag ist oder so. Mm. Weil das ist echt kritisch gerade. Ich glaube, alle sind so im Bereich 18, 19. Ja, ich hätte jetzt gedacht, alle sehen aus wie so 25 und daraus herausfinden so, aber irgendwie... Hast du ein Bauchgefühl? Ich als Vater, Digga, krieg bei allen gerade so Vaterinstinkte.
Aber nee, gerade nicht. Die sind auch alle richtig jung, aber alle. Stell dir vor, jemand ist einfach so richtig alt. Weil wir haben ja auch einen bei uns im Team, der wird dieses Jahr 30. Okay. Aber kennst du Chris? Nee, vom Sehen her vielleicht. Ich muss jetzt ein Bild zeigen. Aber wie alt ist er eigentlich? Warte. Ich kann ihn mal schätzen hier kurz. Ich kenne ihn wirklich nicht. Wenn du ihn jetzt siehst, wir können ja gleich mal ein Bild einblenden. Die Zuschauer kennen ihn ja schon. Ach krass. Was schätzt du? Der sieht echt aus wie ungelogen so 19. So. Und der wird 30 dieses Jahr. Krass, das ist heftig, Alter. Unter den Teilnehmern auch so. Ja, genau, das ist halt das Problem, ey. Krass. Ja, dann würde ich sagen, kann sich die erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Hi, ich bin Alina, ich bin 17 und ich komme aus Frankfurt und ich gehe noch zur Schule. 17, okay. Ja. 17. Ich nicht, Bruder. Welche Klasse geht man denn so mit 17? Schule technisch? Was ist da bei dir los? 11. gehe ich, aber also ich war in der 11. Ich wiederhole jetzt nochmal. Schwierig. Ja. Ey, Uwe, wenn du sie jetzt anguckst, wie alt willst 17. du dich schätzen? 17? Ja. Für mich 15, ja? 15? Nein. Oder 15. 15 hätte ich jetzt nicht gesagt. Echt? Ja. Die sehen alle aus, wie als ob die vor 2 Wochen geboren sind, Digga. Ja. Okay. Aber ich muss auch echt sagen, sie sieht am jüngsten aus, finde ich. Ja, so vom Gesicht her, gell? Ja, sie ist irgendwie am jüngsten, so frech. Frankfurt, ne? Frankfurt, Alter. Jawohl. Rauchst du Joints? Nein. Okay, ich wollte nur wissen. Aber warte mal, sind das so Festival-Armbands oder was ist das? Ja. Was zum Beispiel, was steht, welche? Also einmal Kessel-Festival, das ist von, da war ich in so einem Camping in Rom und das war ein Armband, weil die mir keinen Alkohol geben durften. Entweder ist das jetzt Tarnung, weißt du? Ja, das ist safe Tarnung. Ja, ja. Das ist so safe Tarnung. Armband hat dann gute Arbeit geleistet. Ja. Naja, bind mal um, so darf man erst alles ab 18. Vielleicht ist es auch ein Club-Armband, weißt du? Ihr könnt drauf gucken, ja, genau. Da steht Konzert drauf. Komm mal her, bitte. Ja. Es war am Freitag, deswegen habe ich das noch an. Was ist das hier? Das Rote ist von Kessel Festival. Und das Gelbe? Es war in Rom Camping. Ach so. Mit der Klasse. Also wo steht da jetzt, dass du keinen Alkohol trinken darfst? Ja, die haben mir das halt einfach gegeben. Die haben gesagt, alle unter 18 müssen diese scheiß Armband tragen wegen Alkohol. Warum hast du das noch an? Das ist so ein Papierarmband, sowas hat man noch nicht um. Ich behalte das immer an. Ich habe das ja auch. Das ist das, Uwe. Die anderen kann ich verstehen. Okay, das sind diese Festivals. Nur Babys behalten sowas. Ein auf Erinnerung. Ah, so. Ich bin unterwegs und so, ja, ne? Genau. Ich komme gut rum und so. Ich bin unterwegs. Die ist schon jung, Nahim. Die ist niemals 18, Bruder. Aber sie machen es auf jeden Fall gut. Deswegen danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter. Hi, ich bin Asya und ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Hannover. Ja, die ist 40, Bruder. Ja, die ist älter auf jeden Fall. Die war mit Uwe in Grundschule, Digga. Ja, genau. Bist du auch 36? Nee, aber die ist auf jeden Fall älter, würde ich sagen. Aber man darf auch nicht vergessen, vielleicht wollen die uns gerade so ein bisschen in die Irre führen, weißt du? Ich sah mit 17 auch nicht aus wie 17. Schwierig. Welche Klasse gehst du? Also jetzt nach den Ferien komme ich jetzt in die 12. Die 12, okay. Was willst du mal beruflich werden? Also ich habe überlegt, Richtung Polizei zu gehen. Aha. Wann hast du Geburtstag? 6.11.2000, also auch mit Jahr 2005. 2005, was bist du für ein Sternzeichen? Skorpion. Mhm, okay. Okay, aus welcher Stadt kommst du? Hannover. Wie lange bist du hierher gefahren jetzt? 20 Minuten nur. 20 Minuten. Also aus Finnhorst komme ich deswegen. Ach so, okay. Bist du selbst gefahren, ne? Nee, ich bin mit meinen Schwestern da. Mhm. Also ich mache noch meinen Führerschein deswegen. Also bin noch. Wie viele Fahrstunden hast du schon? Boah. Ja? Viel. Also ich habe ehrlich aufgehört zu zählen, weil es ist halt wirklich viel. Nee, man zählt doch gerade mit, damit man die Prüfung endlich machen kann, oder? Ja, aber das Problem ist halt, ich bin so eine Person, ich muss mir richtig hundertprozentig sicher sein. Ja. Dann will ich in die Prüfung. Das hat auch richtig lange gedauert bei mir mit der Theorieprüfung. Mhm. Und du weißt nicht, wie viele Praxisstunden du hast? Nee, also ich habe halt viel. Aber es kostet auch viel Geld, ne? Wie viel hast du jetzt schon bezahlt? Also pro Stunde ist, glaube ich, so um die 45, 50. Also kommt drauf an, was es ist. Weil Nachtfahrt ist ja anders. Wie viele Nachtfahrten hast du schon gemacht? Zwei, glaube ich. Das stimmt dann nicht. Das ist so ein bisschen, wirkt schon so, als hätte sie ihren Führerschein schon vor 5 Jahren gemacht. So. Ja, entweder das oder gar keine Ahnung davon, weil es noch keine 18. Ja, so. Naja, aber... Nee, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da faul. Warum weiß ich nicht? Das check ich nicht. Ich habe meine Fahrstunden gezählt, Digga. Ja, und gerade wenn man mit 17 Jahren den Führerschein macht, muss man da nicht noch so eine Begleitperson angeben und so? Davon hat sie nichts erwähnt. Ja. Oder muss man das nicht? Wer ist denn eine Begleitperson beim Führerschein? Also ich habe jetzt meine Mutter eingegeben. Okay. Wie alt ist deine Mutter? Oh, gute Frage. Oh. Gute Frage. Überlegst du gerade? Ja. Bei ihr stimmt was nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Bei ihr stimmt was nicht. 46. 46? Und du bist wie alt nochmal? 17. Wie viele Geschwister hast du? 2.
Junge. Also ältere. Okay, okay. Ja, dann haut das schon hin. Aber irgendwas ist bei dir nicht koscher, deswegen die nächste Mal jetzt, oder? Würde ich auch sagen. Deswegen danke erstmal, machen wir erstmal mit der nächsten weiter. Okay, ich heiße Melike, ich bin auch 17 Jahre alt und komme aus Mühlacker. Auch wieder 17. Aber Nahim, jetzt ganz ehrlich, guck sie dir an. Sieht sie aus wie 18? Das Ding ist, sie könnte auch so 25 sein, aber sieht einfach so. Wisst ihr, was ich gemerkt habe, als sie vor uns stand, haben wir doch gesagt, komm mal her. Ja. Da habe ich richtig die Vibes gemerkt, irgendwie, die ist mir zu jung. Ja. Kennst du, was ich meine? So? Ja. Vielleicht müssen wir mal einmal alle herholen, einmal mal so in die Augen gucken, dann merkt man vielleicht. Ja, kannst du mal kurz näher kommen? Einmal kurz herkommen bitte, ja? Gehst du zur Schule, Klasse? Ich habe jetzt meinen Abschluss gemacht dieses Jahr, ja? Die 10. Klasse. Was für einen Abschluss macht man also? 10. Klasse? Mittlere Reife. Aha. Was willst du jetzt werden, machen? Ich fange meine Ausbildung an, nach den Sommerferien. Ja. Beim Finanzamt. Okay. Als Finanzwirt. Also mittleren Dienst und nicht der gehobene Dienst. Und was macht man beim Finanzamt? Was wäre denn dein Job? Steuererklärung. Anschauen. Ja. Ah, wir dürfen nicht zu viel analysieren hier. Ja. Was kam jetzt bei dir an, als sie hier war? Es könnte auch wirklich älter sein, muss ich sagen. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht arbeitet sie schon beim Finanzamt. Ja, deswegen. Weißt du? Hat mit Absicht so, ja, Steuererklärung irgendwie so. Genau. Was für Steuern muss denn ein Selbstständiger bezahlen? Also jeder zahlt Einkommensteuer. Mhm. Und ich denke mal, der zahlt Umsatzsteuer. Mhm. Ich denke mal, er hat keine Lohnsteuer, weil er ja nicht angestellt ist. Was noch? Weiß ich nicht. Ey, du willst doch da arbeiten. Ja, aber das ist gespielt, nicht. Das ist gespielt. Das wüssten sie doch wenigstens so ein bisschen. Also mein Vater arbeitet auch mit Steuern und der hat mir halt vorgeschlagen, du kannst die Ausbildung doch machen, wenn es dich interessiert. Der arbeitet mit Steuern? Also ja, der ist Unternehmensberater und Steuerberater. Boah, das wirkt alles sehr gespielt, muss ich sagen. Auch so ein bisschen, die Stimme ein bisschen höher, so. Spaß, nein. Ja. Aber ich bin sehr nervös, ich habe voll das Herzklopfen und mir ist auch voll warm. Ich weiß nicht, wie ja, mach entspannt, ist. Alles gut. Hast du aber die Vollmacht, hat deine Mutter die Vollmacht unterschrieben, dass du heute hier mitmachen darfst? Nein, also meine Mutter weiß noch nicht, dass ich hier bin. Aha, die weiß nicht, aber wenn du 17 bist. Boah, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn du 17 bist, dann musst doch deine Eltern zustimmen, dass du hierher kommst, oder nicht? Oh mein Gott, das war ein sehr, sehr guter Punkt. Hä, aber ihr habt mich ja nicht gefragt, dass ich. Also, von euch hat ja keiner gesagt, dass ich. Ich bin mir sicher, dass Ahmed da so eine Schrift und Dings fertig gemacht hat, so bis zu 18. Wenn nicht, hier, deine Eltern müssen unterschreiben. Muss ja eigentlich hier mitmachen. Ich habe vorhin nur unterschrieben wegen Foto und Video, so, aber dass man mich sehen darf. Nee, weil du volljährig bist, hast du unterschrieben, ne? Du hast sie halt bekommen. Also ja, jede Bilder hier muss sofort Eltern müssen unterschreiben. Jo, das war gut. Das war ein sehr guter Call. Ja. Sehr guter Call. Sorry. Tut mir leid. Das war auch fast schon dreist. Das war dreist, gell? Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Moin Jungs. Ich bin Maxim und ich bin 16 Jahre alt. 16 sogar. Heftig. Aber der kommt auch wie 16, Bruder. Größe hat auch nichts zu sagen. Nichts. Also Körpergröße, ne? Nee, hat echt nichts zu sagen. 16, in welcher Klasse bist du? Ich bin jetzt fertig mit Schule. Ich fange jetzt im September Ausbildung an. Was für eine Ausbildung? Maschinenanlagenführer. Das Problem ist, keiner hat auch richtig Unreinheiten. Als ich 17 war, ich habe eine Pickelfresse gehabt, Digga. Hier ist ja gar nichts. Bisschen Priel, reinigt. Priel? Damals gab es noch Klerasil. Genau, und ich weiß, was ist Priel? Was für Priel, Alter? Heftig. Aber Jungs, sag euch ehrlich, ist auch bei ihm schwer. Weil so rein optisch, der kommt wie 15, Bruder. Ach, krass. Ich sag, er ist 19, Bruder. Meinst du? Ja, ja. Er ist 19. Der trinkt gern mal ein Monster, Digga. Der zockt ein bisschen Minecraft mit seinen Jungs. Der ist schon in der Ausbildung. Ja. Wann bist du 16 geworden? Mitte März. Welches Jahr? 2007. 7? Was? Boah, du lügst, ja? Rechne. Ich brauch nicht rechnen, ich weiß, dass du lügst. Weil du bist nicht 2007 geboren. Da kann ich rechnen, wie ich will. Zeig mal deinen Ausweis. Kann ich gerne machen. Na, hab ich drum gelassen. Ja, natürlich. Wie oft warst du jetzt in deinem Leben unterwegs und feiern in der Disco so richtig? Zu meinem ersten 16. Geburtstag einmal. Da warst du feiern? In der Disco, ne? Wo? In welcher? Das war Go-Park. Go-Park? Ah, aber ist doch ab 18. Da ist Freitag, ist da ab 16. Okay. Boah, ich überlege gerade, wie wir es. Hast du Tattoos oder sowas? Gar keiner. Kann ich gerne alles zeigen, ich habe nirgendwo irgendwas. Okay. Was zockst du gerne für Spiele? Meistens Valorant. Valo. Aber dafür muss man ja auch 18 sein, ne? Ja, dafür musst du 18 sein, ja? Ob sich jemand dran hält, ist ja was anderes. Ja. Was dein Ding? Welche Rank bist du in Valorant? Bronze. Boah, du bist scheiße, Digga, ja?
Eigentlich Minderjährige sind krass. Die sind krass in so Ballerspielen. Ja, ne? Ja. Die haben Reflexe wie Bruce Lee. Er hat keine Zeit wegen seiner Ausbildung und so. Stimmt. Beginnt ja erst am September. Ach so. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber... Okay, du bist 17. 16 bist du. Du hast den Vertrag schon unterschrieben zu der Ausbildung. Ja. Auf welches Konto kommt das Gehalt der Ausbildung? Bis ich 18 bin bei meinen Eltern. Boah, warum? Kannst du auch auf dein eigenes Konto lassen, Nein, oder? Ich hatte schon vorher auch ein eigenes Konto. Ja, das geht. Man kann auch auf dein eigenes Konto. Haben meine Eltern auch auf mein Konto die Vollmachten, deswegen haben die einfach... Ja, das raus. Jetzt auch hat er sich gerade verhakt. Das war wieder ein guter Call. Da, ich hatte schon mit 14, 15 mein eigenes. Ich weiß auch. Gar nicht. Ja, safe. Natürlich. Ich habe Zeitung ausgetragen und so, habe Geld auf mein Konto. Guck mal, sein Gesicht, das flaggert schon. Guck mal. Ja, ich bin ja noch minderjährig, da können die gefühlt machen, was sie wollen noch mäßig. Ne? Nein, guck mal, ich sehe an seinem Gesicht, Augen drehen. Guck mal, das ist vorbei. Er hat sich verhakt. Der Drops ist allein, er ist schon raus. Ne? Nee, der ist auch für mich durch. Ja, ich bin allgemein etwas, ja, zurückhaltend. Das ist ja kein Problem, bist nervös und so. Denk an Valorant, alles wird gut. Dann dank dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Hallo, ich bin der Tassilo, ich bin 16 Jahre alt und komme aus München. 16? Man sieht deine Brusthaare durch, Bruder, was? Nicht? Nein, Bruder, erzähl mir nicht. Familienvater, ja? Krank, hast dein Bart extra für heute rasiert, gell? Hast du rasiert für heute extra? Ich hab mich rasiert, ja, aber ich hab kein Bart. So ein bisschen. Stimmt. Hast du auch deine Beine rasiert? Ich hatte mal ein Tape hier. Also das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich hatte mal ein Tape, deswegen habe ich alles im Nachhinein auch, aber das ist jetzt schon länger her. Also. Okay. Ich habe das Gefühl, du hast mit Absicht deine Beine rasiert, damit. Nein, hier hat man eine kalte Stelle und da hat man, als ich mit Kumpels draußen war, so abgezogen. So. Krank. Okay. Seit wann hast du deine Ohrringe, ja? Ohrringe habe ich jetzt vor kurzem, vor 4 Wochen oder so gemacht. Echt? Wie ist das abgelaufen, als du beim Piercer warst? Ich war mit 2 Freundinnen da. Ja. Da habe ich mich gesagt, dass ich da Ohrringe stechen will. Das war in so einem Laden einfach. Ja. Habe mich da hingesetzt und dann haben die halt so eine Pistole oder so, wie das heißt. Der ist auch raus, Jungs. Ja. Der ist auch raus. Was mit Genehmigung, Eltern unterschreiben. Haben die unterschrieben, ne? Mit 16 darfst du Ohrringe stechen lassen. Ja? Nee, ja. Mit 18. Weil ich hab vor ein paar Wochen das Rechte gestochen, da musste ich auch was ausfüllen. Und da stand, wenn man unter 18 ist, dann hätten die Eltern unterschreiben müssen und so. Echt jetzt? Ja, ja. Das stand da bist du dir sicher? Ganz sicher. Weil dann ist das er auch raus. Das war vor ein paar Wochen. Ich habe immer noch das feste Ding. Ja, weil dann ist er auch raus. Eigentlich darf man mit 16 Ohrringe stechen lassen, so. Aber ich habe mir aber damals, als ich so jung war, 16, habe ich mir auch ein Ohrring stechen lassen wollen. Ja. Und Bruder, ich hab geguckt und bei meinen Eltern das No-Go. Ja. Bei denen zu Hause Scharia, weißt du, ich kann nicht Ohrring stechen. Ja, genau. Dann bin ich zu einem kongolesischen Freund gegangen und seine Schwester hat mir ein Ohrloch gestochen. Was? Ich schwöre. Und guck mal, das ist jetzt 12 Jahre her, das ist nicht zugegangen. Ich habe immer noch ein Ohrloch deswegen. Ich habe meins mit 4 bekommen, so richtig auf Zwang, Digga. Auf dem Sofa selbst gestochen, Alter. Ich hab's. Wie selbst gestochen? Ja, hier, das hat mein Stiefvater damals gemacht. Und womit? Ich war entweder mit einer Nadel oder mit so einem Schießding. Die hatten so ein Gerät dafür. Im Wohnzimmer auf der Ledercouch. Werde ich niemals vergessen, Digga. Krass. Ja, ja. Ja, aber mit dem unter 18, das weiß ich noch, weil das war vor 3 Wochen und da habe ich gesehen, links war so ein Ding, so ein Feld mit, ich bin unter 18, hätte so ankreuzen müssen. Ja, ja. Und da hätten die Eltern noch mal extra unterschreiben müssen. Da stand extra noch Unterschrift des Erziehungsberechtigten. Das weiß ich noch ganz genau. Was machst du beruflich? Außer Lügen. Ich habe meine Realschule abgeschlossen schon. Jetzt mache ich gerade ein Praktikum, weil ich möchte Fachinformatik für Systemintegration werden. IT, okay. Was macht so ein ITler so bei dir in der Abteilung? Wir supporten Kunden und bauen da Server ein, dies und das. Und da mache ich halt gerade ein Praktikum und möchte da wahrscheinlich auch meine Ausbildung anfangen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mit dem Ohrring. Ich wollte nur sehen, wie er reagiert, aber... Okay. Machst du Sport? Ich gehe mit meinem großen Bruder oft ins Fitnessstudio, ja. Über wen lief die Anmeldung? Auch über dich selber? Also, ich musste erstmal eine Einwilligung von der Mutter, also bin ich da Probetraining erstmal. Einwilligung von der Mutter? Warum? Nein, also man braucht schon, du darfst mit 16 erst nur mit Bestätigung von der Mutter im Fitnessstudio überhaupt nicht machen. Doch. Ich habe mich für 15 einfach so angemeldet. Ja, aber eigentlich ist das so, ich kenne das auch so mit 16, ja, ja. Ja, ich versuche dich nur immer so ein bisschen zu irritieren. Ja, Mann, du irritierst mich schon, Digga. Ja. Maximum schwer, Bruder, ja. Scheiße. Ah. Wie heißt dein Arzt? Dein Hausarzt? Weißt du nicht, wie dein Hausarzt heißt? Ich weiß nicht, wie mein Hausarzt heißt. Schon lange her, ne? Damals, wo du 16 warst, ne? Ja, eigentlich hat er ja keinen Hausarzt. Eigentlich hat er einen Kinderarzt, oder nicht? Ist das so? Ja, ich denke schon, mit 16, so oder? Ja, ja. Digga, ich weiß nicht. Du weißt doch genau, ob du... Ja, darf man mal aufstehen, und mal, dass ich die mal von nahen sehe? Ja, ja, klar. Ja, ne? Klar. Das ist mal Analyse jetzt. Aber nein, die müssten doch beim Kinderarzt sein, Bruder. Bis 18. Eigentlich schon, ja. Schwierig, ne? Was sagst du? Der hat so kleine, süße Teddy-Augen, weißt du? So, der ist so irgendwie so unschuldig. Wieso hast du Augenränder? Hast du die Nacht durchgemacht, oder was? Boah, ich hab
Zugfahrt war lang. Also was? Ich bin sehr früh losgefahren. Also ich wohne in München, das ja. ein Stück weit weg. Aber wie viele Zimmer hat deine Wohnung? Ich wohne mit meiner Mutter und meine Mama hat ein Zimmer, mein kleiner Bruder hat ein Zimmer. Mhm. Da habe ich noch zwei große Brüder, die wohnen nicht mehr da. Aber wie alt sind deine Brüder? Der eine ist 19 und der andere 22. Und du? Ich bin 16. Mhm. Ja, dich haben wir irgendwie schon ertappt, weil dein Gesicht ist eingefroren, als wir dich so ein bisschen hatten, meiner Meinung nach. Ja, der ist schon raus. Der ist schon raus. Was war hier so? Ja, sie sieht voll minderjährig aus, finde ich. Ja. Aber ich habe halt Sorge, dass sie so gerade 18 geworden ist oder so, ja. weißt du? Ich denke, wenn so Apache-Lied läuft, die heult und so. Die ist so 15, Bruder. Schwierig, echt. Bei dir ist auch komplett unsicher. Aber Uwe, du passt da echt rein, Digga. Ich sag dir ehrlich, warte, man sieht keinen großen Altersunterschied, so? Ja? Du hast dich echt gut gehalten. Ich bin Uwe, ich bin 15. Schwierig. Also. Ja, also ich würde sagen, hinten links wollten wir schon mal, vorne links wollten wir schon mal raus. Ja. Valorant, der schlechte Valorant-Spieler, der wird auf den Server gekickt. Sind wir uns einig? Ja. Okay, das ist ganz gut gemacht, aber müsstest du einmal bitte raus. Ist es deine Mutter hier draußen? Nein, das ist meine Schwester. Echt? Okay, aber ähnliches Gesicht, deswegen. Ja, okay. Jetzt stell dir vor, sie verarschen uns auch, weil die Mutter übelst jung aussieht. Ja, aber es hätte ja für sie gesprochen. Ja, genau. Und wie alt ist deine Schwester? Also sie ist 33. Nein, mein großer Bruder ist 33, sie ist 31. Oh, wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 71 geboren. Ich glaube, ich muss rechnen. 54. Hast du noch jüngere Geschwister? Eine jüngere Schwester. Überleg mal, die Mutter muss 36 Jahre alt gewesen sein, wo sie sie bekommen hat. Und sie hat noch eine jüngere Schwester. Das ist schon hart, Bruder, ja? Ich habe auch eine vierjährige Schwester und ich bin 24. Das ist auf jeden Fall machbar. Ja, machbar ist so einiges, ja. Schwierig. Ich bin auch Türkin und bei uns ist halt auch normal, dass man, also nicht immer, aber manchmal kommt es vor, dass man dann mehrere Geschwister sind. Boah, aber die könnte aber auch wirklich so 21 sein. Die ist schon die ist bestimmt noch verheiratet oder so. Ja. Boah. Also ich sag, sie ist 20, Bruder. Ja, ich denke auch so in dem Dreh. Mhm. Aber noch unglaubwürdiger für mich ist sie, Asle. Die Asle ist 40, sage ich euch, Jungs. Dazu muss ich sagen, ich werde wirklich sehr oft immer älter geschätzt, weil als ich auch 12, 13 war, um den Alter halt, da wurde ich auch immer so auf 18, 19 geschätzt. Boah, das also könnte aber wirklich sein. Das könnte aber wirklich sein. Die sieht nicht mal so alt aus. Die macht einfach einen reiferen Eindruck. Ja. Krass. Bist du noch bei deinem Kinderarzt? Kinderarzt? Ja. Nee. Warum bist du nicht mehr bei deinem Kinderarzt? Naja, ich habe meinen Hausarzt. Du hast einen Hausarzt. Bruder, man muss, bis man 18 ist, beim Kinderarzt. Bist du dir sicher? Ja, ich weiß glaub, es gar nicht mit mehr. Mit 17 war ich noch bei Kinderarzt. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Nee, ich glaube, ich nicht. Ja, ich denke, ich bin mir sicher an der Sache. Nee, bei mir war das nicht so. Echt? Mhm. Boah, Digga. Ist jemand anderes von euch noch beim Kinderarzt? Du bist beim Kinderarzt? Du auch? Guck mal, dass man ist, bis man 18 ist beim Kinderarzt, der ist für dich zuständig. Nein, das haben die jetzt einfach so gesagt, weil du es gesagt hast. Oder einige sagen Kinderarzt, aber einige sagen auch einfach so Hausarzt. Ich glaube, du kannst das entscheiden auch vielleicht sein. Auch, weißt du, dass die einen bleiben beim Kinderarzt. Das wäre ein bisschen komisch, weil ich habe so überlegt, mein Kinderarzt, das sind halt wirklich nur Kinder. Ne? Bruder, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich damit 17 war. Ich habe damals eine Scheibe eingeschlagen, als ich so 16 war oder so, und der Kinderarzt hat die mir rausgenommen. Überleg mal. Warum hast du eine Scheibe eingeschlagen? Das ist ein anderes Szenario, aber ich war beim Kinderarzt, bis ich 18 bin. Und ich denke, eigentlich ist man auch beim Kinderarzt, bis man 18. Vielleicht kann sie was dazu erzählen. Erzähl mal, wie ist denn das so beim Kinderarzt? Boah, ich bin lange nicht mehr hingegangen. Wie heißt dein Kinderarzt? Tina Templin. Gibt er dir auch immer so Schnuller, wenn du nach Hause gehst? so ein Lutscher, Hast du brav gemacht, hast du gut gemacht. Ich bin da meistens jetzt in letzter Zeit hingegangen, wegen Attest oder so. Ich habe mich nicht untersuchen lassen. So auf nebenbei krank schreiben lassen? Ja. Sie ist es. Ich habe das Gefühl, ihre Augen tränen. Warum tränen deine Augen jetzt gerade so ein bisschen? Nein, immer wenn so viel Licht ist und ich habe die Wimpern. Aber die fangen ja jetzt erst an zu tränen. So schießt plötzlich voll raus nach dieser Konstellation, was wir gerade gefragt haben. Das ist wie bei dem Valorant-Spieler, da ist einem Gesicht direkt was passiert. Ey, hörst du Deutschrap? Ja. Wen feierst du? Meine 1, Apache. Apache, gell? Guck mal, ich hab's gecallt, Bruder, ja? Die ist so eine, du hast bestimmt so eine Fanseite und so, gell? Nein, aber ich gehe so. Konzerte von Apache und so. Wie alt muss man sein, konzerttechnisch, wenn man hin? Ich glaube 16. Also wenn es, glaube ich, nach 22 Uhr ist, geht's nicht. Mhm. Aber alles vor 22 Uhr geht. Machst du irgendwas sporttechnisch? Also ich gehe ins Gym, aber jetzt nicht so aktiv, weil
Ich darf nur Cardio machen und ich hatte immer mehr Spaß an Krafttraining und deswegen. Warum darfst du nur Cardio machen? Ich hatte eine OP am Rücken. Okay. Was war eine, warum am Rücken? Skoliose und es war ein bisschen viel und deswegen. Also das heißt, ihr Rücken ist wie eine S-Form so. Ah, krass. War wie eine S-Form. Krass. Was? War wie eine S-Form. War, ist jetzt wieder alles top oder was? Also es ist nicht ganz gerade, aber es ist besser so. Wurde das auch in der Kinderklinik gemacht? Genau. Also da waren auch Kinder, aber da waren auch Erwachsene. Das war so eine Spezialklinik in der Eifel. Digga, es ist sehr, einer der schwersten Folgen überhaupt für mich. Was, hast du zu deinem 18. Geburtstag vor? Ich wollte in, also mein Vater hat einen Garten und da wollte ich mit meinen Freunden hingehen. Auch saufen und so? Ja. Trinkst du viel? Nee, also wir haben so eine kleine Freundesgruppe und wir gehen so am Wochenende so Bockenheimer Warte, Bocki Bänke und da sitzen wir dann manchmal und trinken manchmal, aber es ist nicht oft. So, auch harten Alkohol? Ja. Sagen deine Eltern nichts? Nein, nein. Wie nein, nein? Warum nicht? Weil du volljährig die bist? Wissen nein, nicht. Also mein Vater, also ihr kennt ja meinen Vater von Erkenne den Mörder und er ist ja. Was? Du kennst den Vater? Wie? Der hat, ja, also mein Vater. Warte, war das der? Hä, was ist jetzt los? Eingeholt habe. Ja, und dann gab es irgendwann einen Konflikt untereinander und dann ist halt etwas passiert, in dem ist halt zur Schießerei gekommen in meinem Laden, sodass zwei Menschen umgekommen sind. Dann bin ich verurteilt worden zu 8 Jahren Gefängnis und davon habe ich 6 abgesessen und dann bin ich im Freikorps. Das war dein Vater? Ja. Wer? Dein Vater hat diese zwei Leute erschossen? Ja. Ach, und das ist scheinbar ihr Vater. Der Vater hat diese zwei Leute erschossen. Das war ihr Vater. Ja, ja. Das war mit der Real Story. Ja. Ich bin hier im Gebüsch, macht weiter, Jungs. Ja? Jetzt müssen wir aufpassen. Abo. Also auf jeden Fall, ihr habt ja meinen Vater ein bisschen kennengelernt, der ist so eher der lockere Typ. Ja, ja, der ist locker. Da war die Hand mal kurz, irgendwas war da locker, ne? War zu locker vielleicht, ja. Ja, also er weiß schon, wenn ich trinke, aber ich sag's ihm jetzt nicht so, ich geh jetzt saufen. Aber vielleicht sagt er auch, weil du volljährig bist, darfst du auch machen, was du willst, bist alt genug, ne, sagt er bestimmt, ne? Also er sagt, wenn ich 18 bin, dann kann ich generell machen, was ich will, so, ich kann alles machen dann, aber jetzt lässt er mir eigentlich auch die ganze Freiheit so. Die macht das so, ich weiß nicht, so, you know, als wenn sie so kollegenmäßig reden. Genau, als ob sie nichts zu verheimlichen. Richtig, genau. Ist einfach offen. Ja. Deswegen, wir müssen jetzt erstmal einen rausvoten und ich wäre für Mitte. Mitte ist safe, volljährig. Ja. 100%. Mit wem bist du hier heute? Ja, ich bin mit meiner Freundin. Mit deiner Freundin? Oh, mit 17 schon Freundin? Oha, 17 ist schon... Erzähl mal jetzt. Wie alt ist deine Freundin? Ja, 17 auch. 17 noch? Boah, mit 17 schon sehr früh, muss man sagen, ne? Was soll ich sagen? Seid ihr gleich alt? Ja, also ich bin ein bisschen, also jünger bin ich ein bisschen... Ah! Ich bin ein bisschen jünger. Hat am Anfang gesagt, er ist 16. Ja, ja. Ich habe zu ihm gesagt, ist er mit seiner Freundin gleich alt, weil sie ist 17. 17, ja, hat er ja gesagt, ich bin ein bisschen älter, ich bin ein bisschen jünger. Oh mein Gott, stimmt, mal. Er meint ja, er ist 16. Genau, genau. Er ist genau, raus. Genau. Ja, Brusthaare. Ich wusste, dass du 18 bist. Er ist raus. 100%. Das würde er ja direkt sagen. Brief und Siegel. Ja, okay. Hast du ganz gut gemacht, aber du bist es einmal bitte raus. Kannst du das Mikrofon einmal an Asle geben? Asle, was bist du für eine Landsfrau? Türkin. Du bist Türkin? Ja. Asle, pass auf. Das sind sehr unangenehme Fragen. Ich will nicht, ich muss. Mhm. Oh, sehr gut gesagt. Pass auf. Gehst du zum Waxing? Ja. Boah, das hat 4 Minuten gedauert. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, vielleicht wird es auch ein bisschen so... Ja, ja, ich will nur ein bisschen rantasten. Ja, aber es ist ja normal. Ja, klar, es ist ja nichts Verwerfliches. Ja. Ich will nur gucken, wann bist du zum ersten Mal zum Waxing gegangen? Boah, das war... Also ich war schon jung, aber ich gehe immer in der Türkei zum Waxing. Mhm. Ich sag mal so um die 12 vielleicht. Also vor 4 Jahren? Nee, vor 5. Aha, ist viel Mathematik, ja? Mhm. Bruder, ich glaub ihr kein Wort. Also sie ist nicht alt. Aber ich denke, sie ist 19. Sie ist voll so erwachsen im Kopf. Ja. Kann sie auch mit 17 sein? Aber würdest du sie älter schätzen als sie in der Mitte? Ja, obwohl, na, sie könnte 19 sein, sie könnte so 20, 21 sein. Boah, so alt. Ja. Weil die Größe täuscht auch. Ohne dich jetzt anzugreifen, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen gespielt, ihre Aufregung. Ich habe das Gefühl, du bist gar nicht so aufgeregt, aber du spielst das so ein bisschen. Ich bin schon aufgeregt, aber das kann ich halt nicht beweisen. So, ich weiß auch nicht, wie man aufgeregt sein spielen kann. Doch, klar. Also, meine Schwester hat meinen Herzschlag gespürt, so. Sie weiß, dass ich so...
Ja, aber jetzt ist besser. Aus welcher Stadt bist du? Nähe Stuttgart-Karlsruhe. Boah, bist du lang gefahren, ne? Ich war sowieso in Köln bei meiner Schwester. Wie oft habt ihr euch gewechselt beim Fahren? Wir sind mit dem Zug gekommen. Und wer, wenn ihr beide zusammen fährt, so, wer zieht am meisten durch beim Fahren? Wir haben beide keine Autos und ich habe auch keinen Führerschein. Scheiße. Jungs, wer von denen ist ein Kind? Gib mal bitte ihr das Mikrofon. Rap uns mal ein Part von Apache vor. Ey, das sag mir einen Song. Ist, was du willst. Du bist doch Fan. Er ist ja der Musiker von uns, ne? Müssen wir echt kurz machen. Diese Kippen kratzen gerade so wie damals. Fühlst du das auch? Sie ist 17. Die ist 17, Bruder. Die ist 17. Sie gibt mir richtig diesen minderjährigen Vibe. Ja, irgendwie. Genau. Die haben dann so eine Dings, und dann aber dieses Kindliche bricht ja, da manchmal richtig, so ein. So. Richtig. Ja. Geh doch mal auch mal rum. Guck mal, guck dir mal ins Gesicht, dann hast du vielleicht besseres Dings. Weil ich bin auch jetzt so langsam, habe ich so. Okay, okay. Mhm. Abla, salam alaikum, abla, ja. Alaikum salam. Okay, mir ist sogar ein Detail aufgefallen, ja? Ja, was denn? Jetzt gerade beim Laufen? Ja. Siehst du, das hilft, ne? Ja, ja, das hilft. Ja, was ist dir aufgefallen? Ich will die Person nicht in unangenehme Dinge bringen. Ja. Ja. Aber eine hat so leichte Babyhaare hier auf der Haut. Ja, ja. Das ist sie hier. Ja, so an den Armen, ne? So an den Armen, so leichte Babyhaare. Und das hat was zu heißen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt so das Bild in meinem Kopf, vielleicht ist es auch falsch, dass jemand so mit 15, 16, 17, der achtet... Rasieren sich auch noch nicht die Arme rasieren sich so. Noch die nicht haben so noch andere Dinge im Kopf. Ja, ja, ich verstehe, verstehe. Wenn ich so zurückdenke, für mich waren so Sachen wie, ich gehe mit den Jungs auf den Bolzplatz, das war so meine Meta zu dieser Zeit. Mhm. Und mich war nicht, ich muss jetzt jede Woche Haare schneiden gehen oder ich muss das und das machen. Ich war einfach Kind zu dieser Zeit. Und das meine ich so. Aber auch bei den Frauen merkt man noch, irgendwann kommt das Interesse, dann rasieren sie sich überall. Weißt du, sie macht ihr Waxing, sie ist schon voll im Film. Ja, Waxing ist schon dieses... Das ist oft professionell so. Auf, ich gehe mit meinen Mädels heute Abend raus. Ja, 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 ja. Genau. Das heißt, links kicken wir erstmal raus, oder? Ja, würde ich auch sagen. Würde auch sagen, okay. Ja. Aslan. Hast du ganz gut gemacht, aber du musst einmal bitte raus. Okay, finale Jungs. Ja. Also ich tendiere tatsächlich zu rechts, muss ich sagen. Ich auch. Mittlerweile links ist mir ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht. Können wir links nochmal ganz kurz? Ja. Wann warst du denn zuletzt beim Kinderarzt und warum? Also ich gehe allgemein selten zum Arzt, weil wenn ich krank bin, trinke ich einen Tee, bin daheim. Arzt, mal, wir hängen immer beim Kinderarzt rum. Was sagt denn so der Frauenarzt? Boah! Der war gut. Jetzt kommen wir auf die Sachen. Also ich war noch nie beim Frauenarzt und ich habe ehrlich gesagt auch Angst, zum Frauenarzt zu gehen, weil auf TikTok wird einem voll Angst gemacht darüber, weil da gibt es ja diesen gruseligen Stuhl. Aber du warst noch nie beim Frauenarzt? Was sagt denn rechts? Was bei dir mit Frauenarzt? Ich war auch noch nie, aber ich habe... Was? Ihr müsst doch mal zum Frauenarzt alle. Ich weiß, also ich schiebe es die ganze Zeit auf. Gibt doch hier HPV und so, wo man sich impfen kann und die ganzen Geschichten. Ihr müsst doch Vorsorge betreiben. Ja, also diese mit Gebärmutterhals, das haben die beim Kinderarzt vor, keine Ahnung, da ist doch diese eine Untersuchung, wenn man in die Pubertät kommt. Ja. Und dann haben die halt gefragt, ob man die Impfung haben will. Und ich habe, also meine Eltern haben halt Nein gesagt und... Oh, das ist eine ganz wichtige Impfung, sag ich dir wirklich. Ganz, ganz wichtig. Was mit der Pille? Nix. Brauch ich nicht. Noch nicht. Was bei dir mit Pille? Benutze ich auch nicht. Wie sieht denn die Pille aus? Ich glaube, da ist halt Montag bis Freitag aufgelistet, aber ich habe es nie genommen, ich weiß nicht. Das wirkt zugespielt. Ja. Ich weiß ganz genau, was das ist. Ja, ihr müsst doch alle zum... Nein, ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber... Was ist, wann gehen die alle zum Frauenarzt? Ich weiß es nicht. Schon mit 13, 14, man muss doch gucken, untersuchen. Ja, es gibt doch so mehrere Untersuchungen, oder? Ja, man muss doch da hin. Das kaufe ich euch so nicht ab, irgendwas stimmt da nicht. Ja, also, wie gesagt, mein Gefühl ist bei rechts. Links studiert schon, oder? Aber wie lässt, guck mal, wie sie da steht. Guck dir diesen Stand an, Digga. Einfach, ich habe gar nichts, was wollt ihr von mir? Das richtige Motherfucker-Stand, Digga. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Nee, aber bestimmt nicht wegen dem Alter, weil dein Vater, der hätte ihn, oder? Nein, mein Vater, so, es juckt ihn nicht, es hat einfach nicht geklappt so. Okay, warum hast du keine Ohrringe? Also ich hatte welche, als ich jünger war, aber ich habe die nicht drinne gelassen. Wie alt warst du da? 13. Sag mal Frankfurter Lehrer.
Frankfurterle. Bruder, die ist minderjährig. Die ist 100% 17. Die wird es niemals machen sollen. Die ist 100% 17. Ich habe das Gefühl, links arbeitet beim Finanzamt und rechts ist 17. Wirklich so Frankfurt, ja. 17, Schild auf Band, genau. Mucke und so, ne? Genau. Den Eindruck habe ich so. Wenn ich die beiden jetzt so sehen würde, würde ich das so denken. Links ist ein bisschen so gespielt, aufgeregt und sowas. Mhm. Extra hier hängen bestellt, weil sieht kindlich aus, so mit der Größe auf süß und so. Schwierig, Jungs, wir müssen uns entscheiden. Ja, also ich bin für rechts. Ich bin auch für rechts. Klar. Also okay, rechts ist minderjährig. Ja. Tendiere ich auch, muss ich irgendwie. Sind wir uns einig? Ja. Okay. Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst und du lügst, dementsprechend bist du raus. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Uiuiui. Aber habt ihr alle wirklich gut gemacht und ich muss sagen, ihr seht alle wirklich ultra jung aus. Wie alt seid ihr jetzt alle in echt? Das, ja, das interessiert mich echt. Ne? Wir können ja mal links anfangen. Also ich werde im November 22. Guck, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Aber ich werde immer wirklich so oft jünger geschätzt. Ja, deswegen hast du auch mitgemacht. Ja, das ist krass. Bei ihm bin ich jetzt gespannt hier. Komm, Brusthaare. Ich bin 19 Jahre alt. Ey. Hab ich sogar 19 gesagt? Und wie alt ist deine Freundin? 17. Ach, das stimmt schon. Und du bist? Ich bin 18. 18, okay. Auch knapp, das aber sehr knapp. 18, das ist schon heftig, ey. Ja, unser Veteran-Spieler, was ist bei dir jetzt los? 30 und Dachdecker oder was? Na, also Beruf war auch richtig, Geburtstag auch. Nur, ich bin 21. 21? Joa, sag mal 16. Das ist heftig, Bruder, ja. Aber man hätte sie mir fast abgekauft. Ja, so. Gesichtstechnisch passt das. Ist schon krass, ja. So, und bei dir jetzt? Ja, ich bin 17. 17, okay. Aber geil, dass wir es herausgefunden haben. Ey, komm, wir können das heißt, dass wir richtig gut sind, ne? Ja. Ich schwöre, das. Als ich im Raum war, haben die mich alle älter geschätzt die ganze Zeit. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss. Aber krass. Ihr wart richtig. Okay, krass. Ja, geil, Mann. Schön. Ja, wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja. Auf TikTok bin ich Main Character Alina und auf Insta Alina Tuff. Und ich grüße meinen kleinen Bruder Noel. Ich grüße den Dieter, Tarek und Magda und überall, wo man eigentlich suchen kann, Maxi Muster. Insta ist _asia.01 und ich grüße meine Freundinnen und alles Gute an meinem Vater, er hat heute Geburtstag. Und ja. Mein Insta ist tassilo.st. Ich grüße meine Jungsgruppe Lunte, Robert, Tim und Salvan. Also ich heiße auf Instagram melichem.x und auf meiner Seite sind auch meine Geschwister verlinkt, die machen auch Social Media. Falls jemand sich für türkische Historie interessiert, macht mein Bruder Content, meine Schwester ist TikTokerin und meine andere Schwester ist eine sehr, sehr gute Friseurin. Heftig. Ja, krass. Dann dankt euch allen fürs Mitmachen. Dank euch, schön. Jungs. Wie lange richtig? Gerne, Digga. Wie lange richtig? Geiles Gefühl. Das ist ja mein erstes geil, Mal jetzt, dass ich so, also zweite Mal dabei und jetzt das erste Mal. Es fühlt sich schon geil an. Schon, ne? Ja, das ist schon cool. Ja, safe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Denkt dran, checkt Erb ab über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Stay tuned, Digga.